Ground and Pound Fans, Night of the Champions Nummer 3. Bei mir jetzt Dimitri Michalnikov nach seinem Kampf gegen Roman Zaya. Hallo Dimitri. Ja, hallo. Der Kampf ist nicht ganz so gelaufen, wie du dir es wahrscheinlich gedacht hast. Erzähl mal ganz kurz deine Eindrücke. Wie schätzt du den Kampf jetzt danach ein? Na, für mich war ein wichtiger Kampf. Und das war letzte paar Jahre. Bei mir war ein bisschen nicht so alles in meinem Leben nicht so alles gut. Aber ein paar letzte Kämpfe ich habe richtig verlieren. Und aber trotzdem jetzt ich habe jetzt Zeit für Training. Und bei mir war für dieses Kampf war richtig gute Vorbereitung. Ja. Und Respekt für meinen Gegner, der war nicht so stark, aber hat richtig gute Technik. Und ich will weitergehen. Du hast gesagt, dass, also wenn ich dich richtig verstanden habe, das war so eine Art Test jetzt auch für deine eigene Leistung, dieser Kampf? Ja, ja, das ich habe trainiert und jetzt dieser Kampf für mich war wie eine Prüfung. Jetzt ich bisschen meine Technik verlieren, wie früher war. Aber jetzt ich habe selber gemerkt, ja. Und ich kann richtig weiter trainieren sowieso, aber trotzdem ich weiß, was muss richtig machen. Welche zum Beispiel, welche Übungen zum Beispiel weitermachen für meine richtige Okay. Du hast eben auch noch deinen vorigen Kampf angesprochen, der ist auch nicht ganz so glücklich gelaufen. Da bist du, glaube ich, auf Körper K.O. gegangen. Hat dich das in dem heutigen Kampf noch beeinflusst? Ja, letzte Kampf ich habe verloren. Ja, ich habe gekämpft gegen einen auch sehr guten Junge. Der war richtig stabil, gut. Und ich habe mit ihm gekämpft und verloren wegen K.O. Ja. Und aber jetzt ich weiß, welche war. Es hatte keine Bedeutung für den heutigen Kampf. Nein. Bei mir alles in Ordnung. Ja. Okay. Dimitri, ich hab gesehen, du kämpfst für das Dimitri-Team letztendlich, ja? Also du hast ein eigenes Team, ist das richtig? Nein, wir haben nicht das richtige unser Team, ja. Aber bei uns jetzt, wir trainieren zusammen, ein paar Jungs. Und das ist von mir, ich will nicht nur meinen Namen oder Nachname für Leute sagen. So, Dimitri Michalnikov, sowieso, wann ich kämpfe, Leute weiß, wer kämpft. Aber das Name Tsunami gefällt mir richtig und ich habe mit Jungs geredet, Jungs auch gesagt, das ist ein sehr guter Name für unser Team jetzt. Aber wir haben keine jetzt einige Schule zum Beispiel, aber wir haben Platz für Training und ich trainiere in Fulda bei Fitstop. Das ist auch richtig guter Fitness und ich immer da. Ja. Du trainierst dich dort quasi selber, deswegen frage ich. Ja, ich trainiere selber, ja. Und jetzt, ich habe bei mir, ich habe einen sehr guten Junge, Roman Kischmann, das ist mein guter Kumpel. Und der ist für mich auch wie Trainer. Und wir machen mit ihm Training jeden Tag. Und Samstag zwei Training pro Tag, ja, wir machen. Aber ich trainiere selber, ja, echt. Also du hast jetzt gute Trainingsbedingungen, sagst du, und du kannst jetzt in die Zukunft quasi durchstarten. Wo sollen denn naja jetzt die Pläne hingehen? Also was wird als nächstes von Dimitri Michalnikov kommen? Ja, wir gehen weiter trotzdem. Und ich weiß jetzt, was muss ich machen. Und dann wir machen trotzdem noch mehr viel Arbeit, viel. Und ich will nicht viel sagen, aber ich will sagen, nächstes Kampf, ich komme richtig gut, richtig stabil und... Wann wird er sein? Ich habe jetzt nicht 100%, aber schon 80%. Ich habe zwei Kämpfe, April. Ich weiß noch wo, genau, aber ich denke, nächste Woche, ich wissen schon. Ja, wunderbar, dann
viel Erfolg dafür und ein schönes Training und gute Vorbereitung. Ja, vielen Dank. Und alles Gute. Ja, du hast jetzt noch die Möglichkeit, ganz kurz nochmal jemanden zu grüßen. Ja. Ich will sagen, für alle Leute von meinem Herz echt danke für Zuschauen. Ja. Und aus Fulda über 100 Leute gekommen. Und ich will für jeden Mensch sagen, viele, viele, viele Dank. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Interview. Alles Gute, ja. Dimitri.